بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind bei der Al-Muhasaba, richtig? Al-Muhasaba. Das ist das neue Thema, das wir letztens angeschnitten haben. Wir haben einige Verse genannt, die um die Al-Muhasaba handeln oder aus denen man die Pflicht ableiten kann, mit sich selbst abzurechnen. Es gibt ebenfalls Texte, die darauf hindeuten, dass das Vernachlässigen dieser Abrechnung, der Selbstabrechnung oder das Ziehen dieser Bilanz eine Handlung ist, ich nenne mal diese Vernachlässigung Handlung, eine Handlung ist, die zu den Ursachen der Pein und der Strafe zählt. Allah Ta'ala nennt nämlich in einigen Versen angereiht einige Ursachen für die Bestrafung mancher Menschen. Und dieser Vers wird abgeschlossen mit der Aussage, وَكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. Und sie hofften nicht auf die Abrechnung. Wobei das Wort يَرْجُون auch als fürchten übersetzt werden kann. Sie fürchten nicht die Abrechnung. Also für die, die Arabisch sprechen, Raja ist eigentlich die Hoffnung, richtig? Raja yarju, hoffen. Aber es wird in der arabischen Sprache tatsächlich auch für die Furcht verwendet. Etwas fürchten. Das nennt man al-abdad. Das sind Wörter, die eine Bedeutung haben und zugleich auch für den Gegensatz verwendet werden können. Ich gebe euch ein Beispiel dafür aus dem Koran. Allah Ta'ala sagt, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Al-Waqar ist die Prestige, Ehrfurcht, Respekt. Also, wenn wir das Wort Tarjun hier als Hoffen übersetzen würden, dann kommt das Ganze nicht so ins Lot. Weil dann würde das bedeuten, was ist mit euch? Warum hofft ihr keine Verherrlichung Allahs? Oder warum hofft ihr nicht die Herrlichkeit Allahs? Das macht aber nicht großen Sinn. Hier ist gemeint, warum fürchtet ihr nicht die Herrlichkeit, die Gewaltigkeit, die Glorie Allahs? Das gibt es in der arabischen Sprache tatsächlich nicht, also das kommt häufig vor, ist nicht gering. Ein Beispiel, das Wort Al-Jalal, Amrun Jalal. Was heißt Amrun Jalal? Das ist eine große Angelegenheit. Amr und Jalal, große Angelegenheit. Kann aber auch benutzt werden für das Gegenteil. Amr und Jalal kann heißen Amr und Haqir. Yani eine niedere Angelegenheit, kleine Angelegenheit von keinem großen Wert. Jedenfalls, all die Verse will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich hoffe, ihr habt sie ein wenig in Erinnerung, die Bedeutungen. Tayyib. Aus den Versen sollten wir die Wichtigkeit entnehmen, dass man mit sich selbst abrechnen muss. Man muss mit sich selbst abrechnen und sich selber beobachten. Selbst beobachten. Du musst dein eigener Hüter sein. Deswegen sagte Al-Hasan al-Basri, Al-Mu'minu qawwamu nafsihi. Al-Mu'min qawwamu nafsihi. Der Mu'min ist Hüter seiner selbst. Und er sagt hier einen schönen Satz, den man mit Gold schreiben kann. Er sagt, man hasaba nafsahu fi dunya khaffa an fi al-qiyamati hisabu. Wer mit sich selbst in der Dunya abrechnet, ich hoffe, ihr versteht das Wort abrechnen, was damit gemeint ist. Wir werden zwar noch mal einige Schritte erwähnen, aber allgemein, dass man versteht, was Abrechnen bedeutet. Abrechnen heißt, deine Handlungen zu hinterfragen, deine Absichten zu hinterfragen, deine Vorgehensweisen zu prüfen. Das alles gehört zur Abrechnung. Er sagt, wer mit sich selbst in der Dunya abrechnet, ihm wird die Abrechnung in der Qiyama leicht fallen. Und umgekehrt gilt dasselbe. Wer die Abrechnung in der Dunya vernachlässigt, wird am Tage der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah,
einer schweren Abrechnung unterzogen. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, der Vers handelt zwar nicht unbedingt jetzt direkt darüber, aber das nennt man At-Tafsiru bil-Ishara, dass man dass man Dinge aus Versen ableitet, die man aus der Ferne verstehen kann. Ja, der Wortlaut des Verses ist nicht da, um das zu bekräftigen oder das daraus zu verstehen, im direkten Sinne. Aber man kann das mittelbar verstehen. Ich gebe euch dafür ein paar Beispiele. Allah Ta'ala sagt, At-Tafsir bil-Ishara. Allah Ta'ala sagt zum Beispiel, La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan inda Allah. Nicht gleich sind jene unter euch, die vor dem Fath, mit dem Fath ist die Eroberung Mekkas gemeint, vor dem Fath ausgegeben haben, ihr Hab und Gut aufgeopfert haben und ihre Seelen aufgeopfert haben. Nicht gleich kommen jene von euch, die das vor der Eröffnung Mekkas getan haben, mit denen, die es nach der Eröffnung getan haben. Das heißt, diejenigen, die vor der Eröffnung der Eroberung Mekkas ihr Hab und Gut und ihre Seelen aufgeopfert haben, sind in ihren Rängen bei Allah Ta'ala höher als jene, die es danach gemacht haben. Ist selbstverständlich, warum, oder? Vor der Eroberung Mekkas, das waren Zeiten der Schwere, Bedrängnis, Armut, geringe Anzahl der Anhänger. Das heißt, die Aufopferungsbereitschaft war viel intensiver. Die Anstrengungen, die in Kauf genommen wurden, waren viel größer, als das nach der Eroberung Mekkas passiert. Nach der Eroberung Mekkas, das war ein Wendepunkt in der Geschichte des Islams. Deswegen, ihr kennt vielleicht den Vorfall, als Abu Sufyan den Islam angenommen hat und war ein Erzfeind des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der Eroberung Mekkas, war einer unter den Häuptlingen, man kann ihn als einen Häuptling bezeichnen, der Quraysh. Seine Frau ist die Hind, ist euch wahrscheinlich auch bekannt. Über sie wird gesagt, ich glaube aber, soweit ich mich erinnere, dass diese Geschichte nicht authentisch ist. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, dass sie als Hamza getötet worden ist, dass sie seine Innereien aus Zorn und Hass, seinen Bauch aufgeschlitzt hätte, seine Innereien rausgerissen hätte und an ihn gekaut hätte und das dann ausgespuckt hat. Soweit ich mich entsinnen kann, ist das aber nicht authentisch. Jedenfalls, das ist die seine Frau Hind. Aber sie hatte beauftragt, dass Hamza getötet wird. Also sie hatte speziell Leute dafür vorbereitet, auf ihn abzuzielen. Als Abu Sufyan nach der Eroberung Mekkas oder während der Eroberung Mekkas den Islam angenommen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Al-Abbas gesagt, Al-Abbas, dein Onkel, er hat gesagt, geh mit ihm zu dem Berg so und so und lass ihn das Heer anschauen, wenn es einmarschiert. Er soll das Heer sehen, das Heer der Muslime. Und als sie einmarschiert sind, Al-Abbas ist dann natürlich mit ihm hin dorthin gegangen, und als das Heer der Muslime einmarschiert ist in Mekka, hat Abu Sufyan das angeschaut und er sagte zu Al-Abbas, لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. Al-Abbas, Abu Sufyan sagte zu Al-Abbas, das Königreich oder die Macht des Sohnes, deines Bruders, ist wahrhaft gewaltig geworden, groß geworden. Und dann sagte Al-Abbas, إنها النبوة.
Das ist das Prophetentum, keine Herrschaft, kein Königreich. Deswegen, einfach auch aufgrund dieser Wende, die da stattgefunden hat, Machtwechsel, war die Annahme des Islams und sich da zu beteiligen für viele Menschen einfach etwas Schmackhaftes im Moment. Sozusagen sich der stärkeren Macht anzuschließen. Und man hat nicht mehr so viel zu befürchten, wie man es vorher hatte. Aber was ich jetzt hier sagen möchte, der Tafsir bil-Ishara. Das Wort Al-Fath in diesem Vers haben wir erklärt als die Eroberung Makkas, richtig? Jene von euch kommen denen nicht gleich, jene von euch, die nach dem Fath ausgegeben haben, kommen nicht jenen gleich, die das vor dem Fath getan haben. Al-Fath ist die Eroberung Makkas. Das Wort Al-Fath wird aber in der arabischen Sprache auch für etwas anderes verwendet, und zwar für die Anhäufung vom Rizq. Wenn dein Rizq gehäuft wird, wenn deine Ausstattung, deine finanzielle Lage verbessert wird. Sagt man das nicht? Fataha Allahu alayhi für Rizq. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihm sozusagen den Rizq geöffnet. Also ihm häufig Rizq beschert. Aus diesem Vers kann man etwas entnehmen, aber auch wenn der Vers nicht deshalb angeführt worden ist, und zwar, dass jemand, der in Bedrängnis sein Geld ausgibt, in Bedrängnis von seinem Hab und Gut gibt, ist besser als der, der von seinem Hab und Gut ausgibt, weil er davon Überschüssiges hat. Versteht ihr? Das ist eine allgemeine, pauschale Aussage. Die kann man nicht auf jede einzelne Person und jedes Individuum anwenden, aber ich meine im Allgemeinen. Juhdu Muqil. Oder ein anderes Beispiel. Allah Ta'ala erwähnt in der Surat Al-Hadid. In der Surat Al-Hadid wird viel über das Licht gesprochen. Über das Licht. Allah Ta'ala sagt beispielsweise am Anfang der Surah: Yuliju al-layla fi al-nahar wa yuliju al-nahara fi al-layl. Er lässt den Tag in die Nacht eindringen. Also die Nacht existiert gerade, der Tag dringt ein und breitet sich aus. Und umgekehrt. Und die Nacht in den Tag. Dieser Prozess, das Eindringen der Nacht in den Tag und umgekehrt, ist das ein Ereignis, das abrupt geschieht, oder ein Ereignis, das Schritt für Schritt stattfindet und seine Zeit benötigt? Benötigt seine Zeit. Das Licht breitet sich nicht auf einmal aus. Es breitet sich langsam aus, bis der Tag hell erleuchtet ist. Richtig? Beachte diesen Vorgang. Dann wird in der Sura an mehreren Stellen Folgendes erwähnt. Das ist ja materielles Licht. Ich nenne es mal so, materielles Licht. Okay? Ob die Bezeichnung richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte das einfach abgrenzen von dem seelischen Licht. Der Iman und so weiter. Denn in der Sura kommt an mindestens drei Stellen, die ist dort die Rede von diesem immateriellen Licht. Der Iman im übertragenen Sinne. Er sagt zum Beispiel danach, لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Also er hat seine Ayat herabgesandt. Warum? Um euch aus den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Dunkelheiten ins Licht. Dunkelheiten sind hier, die ist hier der Kufr gemeint, die Sünden, das Fehlverhalten. Und das Licht ist der Iman, das Gehorsam, die Läuterung der Seele. Jetzt können wir diese zwei Verse miteinander vergleichen oder eine Verbindung erstellen. Und zwar, dass die Läuterung der Seele oder die Ausbreitung des Lichts im Sinne des Imans, kann die abrupt passieren? Oder passiert sie abrupt? Passiert auch Schritt für Schritt.
Und das ist beispielsweise ein Tafsir bil Ishara. Und man sollte, daraus kann man Lehren entnehmen, ne? Und zwar unter anderem, wie man mit Menschen umgeht. Wie man mit Menschen umgeht, die gewisse hier und da gewisse Mängel aufweisen. Aber auf dem Weg der Besserung sind. Du kannst nicht erwarten von jemandem, dass er eine Wendung macht von einem auf den anderen Tag, in jeder Hinsicht ein Engel ist. Das gilt natürlich nicht. Ein drittes und letztes Beispiel in Tafsir bil-Ishara, wobei man das hier vielleicht nicht unbedingt in diese Kategorie zählt, aber ist so ähnlich. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَالْوَالِدَاتُ يُضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Dieser Vers, halt den mal vor deinen Augen und dann den Vers, der mir gerade nicht einfällt. Das hadhi urido. وَحَمْلُهُ wa وَفِصَالُهُ. Hier erwähnt Allah Ta'ala in diesem Vers, dass die Zeit der Schwangerschaft und der Entwöhnung 30 Monate sind. Okay? 30 Monate Zeit der Schwangerschaft plus Entwöhnung. In dem Vers, in der Surah Al-Baqarah, wurde erwähnt, dass die Stillphase 24 Monate sind. Wenn wir diese beiden Verse zusammenführen, können wir die Mindestphase einer Schwangerschaft ableiten. Also die nötig ist, damit ein Kind lebendig und gesund auf die Welt kommen kann. Wie viel? Sechs Monate. Diese Verse wurden nicht dafür herabgesandt, nicht für diesen Sinn und Zweck, aber man kann das ableiten, wenn man die so zusammenführt. Das könnte unter dem Punkt des Tafsir bil-Ishara geführt werden. Kommen wir zurück zu dem eigentlichen Vers, den wir besprechen wollten, der mit unserem Thema hier eine Verbindung hat, eine Relevanz zum Thema hat. Allah Ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu. O ihr, die Iman habt, seid geduldhaft, seid standhaft. Und das dritte, warabitu. Rabitu heißt, seid murabitun. Was heißt seid murabitun? Das erinnert mich an etwas. Das nennt man Ad-Dawr. Ad-Dawr ist ein Fehler im Denkprozess oder in Definitionen laut der Logik. Das nennt man, glaube ich, auch Zirkelschluss. Zirkelschluss in der Fachsprache im Deutschen. Ad-Dawr bedeutet, dass ich zwei Sachen habe. Ich habe zwei Sachen. Ich möchte eine Sache erklären, ja, mache sie aber abhängig von der anderen. Und wenn du mich über die zweite Sache fragst, erkläre ich sie mit A wieder. Das heißt, das eine ist von dem anderen abhängig, aber das geht nicht. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich sagen würde, beispielsweise, er hat mich wegen meines Alters verlassen. Oder er hat mich wegen des Ergrauen meiner Haare verlassen. Er hat mich wegen des Ergrauen meiner Haare verlassen. Und dann sage ich umgekehrt, weil er mich verlassen hat, sind meine Haare ergraut. Versteht ihr das oder nicht? Das sind zwei Sätze. Das nennt man Ad-Dawr. Das ist ein Denkfehler oder ein logischer Fehler. Ich sage, meine Haare sind ergraut, weil er mich verlassen hat. Satz 1. Meine Haare sind ergraut, weil er mich verlassen hat. Weil meine Haare ergraut sind, hat er mich verlassen. Versteht ihr?
Das nennt man ein Down, das ist ein Fehler. Das gibt es auch in der Sprache. Ja, beispielsweise manchmal in den Wörterbüchern, wenn du da rumschlägst, dann bist du tatsächlich manchmal auch in einem Kreis. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Und das passiert, wenn man einen Begriff anhand von Synonymen erklärt. Beispielsweise, du möchtest nachschlagen, du hast ein arabisches Wörterbuch und du möchtest das Wort Ad-Din nachschlagen. Was bedeutet Ad-Din? Dann gehst du zu dem Wort Din, da steht Milla. Du kennst leider auch das Wort Milla nicht. Und dann gehst du zu dem Begriff Milla im Wörterbuch und in der Hoffnung, dass du jetzt eine Erklärung findest, und dann steht da Din. Merkst du? Du bist in so einem Kreis. Das nennt man auch Ad-Dawr. Jedenfalls, was bedeutet Murabitun? Al-Ribat oder Al-Murabata ist eigentlich der Grenzschutz. Das nennt man Al-Ribat, Grenzen schützen. Stationieren von einer Truppe an einer Grenze, die diese Grenze verteidigt. Das nennt man Al-Ribat. Inwiefern hat das mit der Muhasaba hier zu tun? Al-Ribat. Seid geduldig, seid standhaft und murabitin. Und habt Taqwa vor Allah, la'allakum tuflihun, damit ihr gedeiht. Das Gedeihen heißt erfolgreich sein. Gedeihen al-Falah bedeutet zu ergattern, was man sich hofft, und zu entkommen von dem, wovon man sich fürchtet. Das ist der Al-Falah. Deswegen sagten manche der arabischen Sprachwissenschaftler, sie sagten, es gibt kein positiveres Wort als dieser Begriff Al-Falah in der arabischen Sprache. Er beinhaltet nämlich alles Mögliche an Khair und schließt alles Mögliche an Schar aus. Das sind vier Bedingungen, die Allah Ta'ala gesetzt hat für den Falah, richtig? Al-Sabr, Al-Musabara, Al-Murabata und Al-Taqwa. Er erklärt hier die Murabata in dem Sinne der Muhasaba, seine eigenen Grenzen zu schützen. Grenzen, die man sich gesetzt hat, diese zu schützen. Aber wie gesagt, eigentlich das Wort Al-Murabata in der Scharia steht für den Grenzschutz, tatsächlichen Grenzschutz. Das ist eine Ibadah, dass man die Grenzen der Muslime bewacht. Das nennt man eigentlich Ribat. Aber es wird auch in der Scharia teilweise für andere Sachen verwendet. Wie in dem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht auf eine Tat hinweisen oder auf etwas hinweisen oder zu etwas führen, womit eure Ränge angehoben werden und eure Sünden getilgt werden? Er sagte, Isbarul Wudu'i ala al-Makarih, dass man den Wudu auf die vollkommenste Art und Weise praktiziert, selbst wenn es unangenehm ist. Wa kathratul khuta ila al-Masajid, viele Schritte zu den Moscheen. Wa intidharu salatin ba'da salah, auf ein Gebet nach dem Gebet warten. Und dann sagte er, fadhalikum ar-ribat, das ist der Ribat. Das ist der Ribat. Also der Prophet verwendet das auch manchmal für den nicht tatsächlichen Ribat. Dieser Grenzschutz jetzt ich nenne es mal im metaphorischen Sinne, die eigenen Grenzen deiner Seele zu behüten und bewachen, wie geht das? Das geht mit der Muhasaba, mit der Abrechnung. Die Muhasaba hat aber Schritte. Die Muhasaba ist eine organisierte Handlung, sage ich mal so. Sie ist eine organisierte und völlig durchdachtes Muster, an das man sich hält. Und dieses Muster hat er eingeteilt in Schritte, in sechs Schritte. Die Muhasaba hat sechs Schritte. Wir werden jeden einzelnen Schritt durchgehen. Das erste nennt er Al-Musharata. Bedingungen setzen. Dass du dir selbst gewisse Auflagen und Bedingungen zur Pflicht machst.
Das zweite, nachdem man das gemacht hat, kommt die Bewachung. Das ist wie beim Handel. Wenn du einen Partner hast oder du möchtest gemeinschaftlich mit jemandem etwas machen, man einigt sich erstmal auf gewisse Punkte, man setzt Ziele, man organisiert sein Projekt und nachdem man das gemacht hat und losgelegt hat, der nächste Schritt ist überwachen. Richtig? Man überwacht das Ganze, man überwacht die Läufe, den Lauf der Dinge. Dann kommt die Muhasaba an dritter Stelle, die Bilanz. Nachdem man die Bedingungen gesetzt hat, das Projekt gestartet hat, das Projekt überwacht hat, nach der Überwachung muss man eine Bilanz ziehen. Dann an vierter Stelle die Al-Mu'aqaba, Bestrafung. Das heißt Bestrafung, wenn dein Partner nicht so arbeitet oder dein Angestellter, wie es eigentlich zu tun ist, wenn er untreu ist, wenn er sich nicht an die Zeiten hält, dann muss man ihn irgendwie bestrafen, oder? Das kann auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Indem man ihn seinen Lohn abzieht oder ihn länger schuften lässt. Das sind nur Beispiele, ich meine, das ist nicht real. Danach Al-Mujahada, Nummer 5. Al-Mujahada. Nochmal aktiv Kräfte sammeln und den Plan vervollständigen. Und dann kommt an sechster Stelle die Al-Mu'ataba. Al-Mu'ataba heißt, sich selbst kritisieren oder anprangern. Was genau damit gemeint ist, das wird er jetzt in einzelnen Schritten erklären. Beginnend mit der Al-Musharata. Die Al-Musharata, der Vertrag. Al-Musharata heißt auch Vertrag. Eine Einigung, eine Vereinigung oder Abkommen mit jemandem schließen. In diesem Fall machst du das natürlich mit dir selbst. Er gibt hier aber das Beispiel, das ich eben genannt habe, ich wiederhole es aber nochmal. Ein Händler oder ein Geschäftsmann, der sich einem Partner zur Hilfe nimmt, um höchstmögliche Gewinne zu erzeugen, der wird ja auch nicht einfach blind mit ihm auf seinen Handel eingehen, sondern man wird erstmal jede einzelne Bedingung, die Auflagen und die Handlungsvorgänge, das, was jedem Einzelnen zustehen wird, all dies wird man schon vorher abklären und vertraglich festlegen. Und genauso ist es mit dir selbst oder dein Aql. Deine Vernunft, die du hast, muss eine ähnliche Abhandlung oder ein Einkommen, wie nennt man das, Al-Ahd, ein Vertrag, ein Abkommen mit deiner Seele schließen. Denn sagen wir es mal so, deine Vernunft sollte deine Seele steuern. Wenn wir jetzt davon reden, dass die Seele halt der Mensch im Ganzen ist, im Ganzen betrachtet, das Gute in ihm, das Schlechte. Die Vernunft sollte ihn lenken und steuern. Übrigens, im Koran wird die Seele durch drei Eigenschaften beschrieben. Drei Eigenschaften gibt es für die Seele im Koran. Inna nafsa la ammaratun bissu. Also das sagte Yusuf a.s. Er sagte, ich kläre mich nicht für Leute. Inna nafsa la ammaratun bissu. Wahrlich, die Seele gibt das Schlechte ein. Und er benutzt das Wort ammara. Ammara ist eine Steigerungsform. Sie gibt das Schlechte ein. Das ist eine Beschreibung der Seele im Koran. Es gibt noch eine andere. Und nafsil lawama. Und die Nafsul Lawama, das ist die kritische Seele. Laum ist Kritik. Das ist die zweite Bezeichnung oder Beschreibung der Seele. Dann gibt es noch eine dritte Bezeichnung. Ja, ayyuhan nafs al-mutma'inna.
die ruhige Seele oder die Seele, die zur Ruhe gekommen ist, zur Entspannung. Das Wort Entspannung, ja, Ruhe ist besser. Hier stellt sich die Frage, sind das drei Seelen oder sind das drei Eigenschaften einer einzigen Seele? Also bewohnen den Menschen drei Seelen? Man könnte davon ausgehen, das haben auch manche gesagt, die Mehrheit ist aber der Auffassung, dass das sich hier lediglich um Eigenschaften handelt. Das heißt, es sind drei verschiedene Variationen oder Eigenschaften, die jede Seele in sich trägt. Nur sie sind in ihrer Ausprägung immer anders. In der Ausprägung dieser verschiedenen Eigenschaften sind sie bei jedem Mensch anders. Man kann das trainieren. Ja, er muss eben, ja, genauso wie er mit einem Partner dann umgeht, muss er mit seiner eigenen Seele umgehen. Er muss mit seiner Vernunft diese Seele kontrollieren. Und das geht nur, wenn er sie in einer gewissen Art und Weise züchtet. Das Wort züchten, ist es hier richtig oder nicht? Mir sagte mal jemand, der da hinten sitzt, dass Züchten nur für Tiere verwendet wird. Aber ich glaube nicht, dass es nur für Tiere verwendet wird. Wie macht man das aber? Indem man ihr Aufgaben verteilt. Aufgaben verteilen. Indem man Bedingungen setzt. Indem man sie zurechtweist. Indem man es nicht auf die leichte Schulter nimmt, sie zu beobachten und zu bewachen, indem man Forderungen stellt, sie auffordert, treu zu bleiben, auffordert, dieses Abkommen einzuhalten. Aber das erfordert natürlich eine gewisse Anstrengung. Das alles erfordert eine gewisse Anstrengung und eine gewisse Überwältigung. Man muss sich selbst dazu überwältigen, denn der Mensch ist dazu geneigt, das ist jeder Mensch grundsätzlich, er ist dazu geneigt, sich eher der Gelassenheit, der Passivität, der Ruhe und derartige Dinge, er ist zu diesen Dingen eher angezogen. Und sich bewusst schwierigeren Dingen zu stellen, sich bewusst der Mas'uliyyah zu stellen, das erfordert aktives Handeln oder aktives Gegenwirken gegen das eigene Ich des Menschen. Deswegen beschreibt Allah Ta'ala die Seele in zwei Eigenschaften. Al-Zulm wal-Jahl. Al-Zulm wal-Jahl. Al-Zulm ist Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit auch gegenüber sich selbst. Und Al-Jahl ist das Unwissen. Mit dem Unwissen ist hier nicht unbedingt gemeint das Unwissen über die Religion, sondern auch Unwissen über die eigenen Interessen. Unwissenheit über die wirklichen Interessen, denen man eigentlich nacheifern sollte. Aber auch Unwissenheit über die Scharia. Weil es gibt tatsächlich in diesem Kapitel, in dem Themenbereich, in dem wir sind, viel Unwissenheit. In der Themenbereich ist die Charakterläuterung, richtig? Selbst in diesem Kapitel Al-Muhasaba, das Abrechnen mit sich selbst, wirst du die seltsamsten Geschichten manchmal lesen. Ich gebe ein Beispiel. Das ist natürlich Jahl und das darf nicht getan werden. Und damit will ich auch eine Sache darstellen. Nicht alles, was man liest hier und da von Geschichten von sogenannten Ubad, Asketen und frommen Menschen, das Laienvolk freut sich oft über solche Geschichten und die bewundern das. Aber das ist, manchmal steht das nicht im Einklang mit der Scharia. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Eigentlich wollte ich diese Sachen später erwähnen, aber wir sind gerade dabei. Ein Mann hat eine Frau berührt
und es bereut und ist nach Hause gegangen, hat seine Hand ins Feuer gesteckt, bis sie so weit verbrannt war, dass er sie nicht mehr bewegen konnte. Ein anderer hat sich etwas angeschaut, das man nicht anschauen darf, und hat sich so lange aufs Auge geschlagen, ja, bis dieses Auge beschädigt war. Ein anderer hat ebenfalls irgendwas gemacht und wollte das bereuen, ist auf einen Berg gegangen, hat den Vers gelesen in der Surah Al-Baqarah über die Banu Israel. Faqtulu anfusakum. Als Allah Ta'ala, als die Banu Israel das Tier schächten sollten, das Musa ihnen befohlen hatte, und als sie einen Mord begangen hatten, derartiges. Nee, das war bei der Anbetung von dem Al-Ijl. Da wurde ihnen befohlen, die Schuldigen unter sich zu töten. Hier ist aber nicht gemeint, dass man sich selbst töten soll. Faqtulu anfusakum, yani al-janina minkum, die Verbrecher unter euch. Und er hat diesen Vers gelesen, was auch in Deutsch übersetzt wird als tötet euch selbst. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Schuldpersonen sich selbst töten sollen. Mit euch selbst ist gemeint, yani, die aus eurer Gruppe, aus eurer Nation, aus eurem Volk. Er ist auf den Berg gegangen, hat diesen Vers gelesen und ist gesprungen. Ein anderer, das erwähnt Al-Ghazali in seinem Buch Al-Ihya, und er spricht das auch gut. Ein anderer sagte, ich schäme mich vor Allah, gesättigt in die Wüste zu gehen. Gesättigt in die Wüste zu gehen. Warum? Weil das Vertrauen, er meinte, das Vertrauen auf Allah bedeutet, dass er sich der Wüste stellt, ohne Proviant, ohne irgendwas mitzunehmen, ohne vorher etwas zu sich eingenommen zu haben. Das nannte er Tawakkul. Ein anderer, erwähnt auch Al-Ghazali, ein anderer ist mitten in die Gesellschaft von Raubtieren gegangen, gefährlichen Raubtieren, um sein Vertrauen auf Allah zu prüfen. Das sind halt Handlungen, so Beispiele dafür, die hier getan werden in diesem Kapitel, die sich aber der Scharia widersprechen. Ein anderer, letztes Beispiel noch. Einer wurde gefragt, das erwähnt Ibn al-Qayyim. Wenn ihr euch amüsieren wollt, empfehle ich euch das Buch Talbis und Iblis. Talbis, Iblis von Ibn al-Jawzi. Auf Deutsch heißt es so viel wie die Täuschungen des Iblis. Da hat er ein Kapitel darüber. Ibn al-Jawzi nennt das Fan. Das ist eine Kunst. Eine Kunst. Und er zählt dort ganz viele derartige Geschichten auf. Manche sind teilweise wirklich amüsant. Ein anderes Beispiel, das letzte, was ich hier erwähnen möchte. Ibn al-Qayyim erwähnt das, dass einer mal gefragt worden ist. Jemand geht ohne Proviant in die Wüste. Er nimmt absichtlich nichts mit. Er könnte Proviant mitnehmen, aber er nimmt absichtlich nichts mit. Wenn er stirbt, er sagte, hada amalu rijalillah. Das ist dieses Vorgehen, das machen die Männer Allahs, die Leute Allahs. Und wenn er stirbt, dann trägt die Aqila, das sind die Nahverwandten, sie tragen sein Blutgeld. Sie müssen es untereinander aufteilen. Er sagte Ibn al-Qayyim, das ist eine Fatwa, die von Unwissenheit der Scharia zeugt. Das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord. Ein anderer, ich wollte eigentlich nur, letztes Beispiel. Ein anderer erwähnt, dass er 25 Mal den Hajj gemacht hat. Ich glaube, 25 Mal sagt er. 25 Mal den Hajj gemacht hat, barfuß. Also von seinem Haus
bis nach Mekka ist er barfuß und mit unbedecktem Kopf gewandert. In Form des Ta'abbud, Ibadah. Das alles ist Jahl und sowas darf nicht gemacht werden. Das heißt, wenn wir hier von der Bestrafung reden, dass man sich selbst bestraft, dann muss es natürlich im Rahmen der Vernunft sein. Im Rahmen der Vernunft und im Rahmen dessen, was die Scharia billigt. Wie zum Beispiel einige das Salaf gemacht haben, dass er sich ein Jahr bestraft hat, damit dass er fastet. Ein Jahr beispielsweise die Tage, in denen es erwünscht ist, zu fasten, tatsächlich zu fasten. Oder dass er sich dann bestraft hat, einen Teil seines Vermögens ausgegeben zu haben, wie Umar ibn al-Khattab gemacht hat, als er eines Tages vom Maghrib-Gebet, er hat sich verspätet, er war beschäftigt mit etwas und hat das Maghrib-Gebet verpasst und hat sich selbst damit bestraft, dass er eine gewisse Summe seines Vermögens ausgegeben hat. Oder er war einmal in seinem Garten, auf seiner Plantage und hat das Gebet in der Jama'a verpasst und hat infolgedessen diesen Garten verschenkt. Sowas ist legitim, sowas ist gut. Man sollte die Zügel gegenüber sich selbst auch nicht zu locker lassen, alles dulden, denn das führt zu Gewohnheiten, dass man sich an Dinge gewöhnt oder selbst an Aufschiebungen. Ihr kennt diese Snooze-Funktion beim Wecker, ne? Es wird oft empfohlen, dass man sie nicht nutzen soll. Das ist eigentlich mal ganz logisch. Du gewöhnst dich nämlich an das Aufschieben, ja? Und das wird dann immer mehr. Anfangs ist es ein, zwei Mal und dann wird es irgendwann fünfmal. Irgendwann benutzt du diese Funktion 10-mal und irgendwann bist du so weit, dass du das gar nicht, den Wecker gar nicht mehr hörst. Du bist einfach daran gewohnt, aufstehen, wieder einschlafen, aufstehen, einschlafen. Irgendwann nimmst du diese Geräusche gar nicht mehr wahr. Und so ist es auch mit sich selbst, wenn man Fehler macht, wenn man irgendwas tut, was man nicht hätte tun sollen oder eine Pflicht verpasst, dann sollte man sich selbst mit gewissen Konsequenzen bestrafen. Bei diese einzelnen Schritte, die machen wir inshallah das nächste Mal. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.